Hallo und herzlich willkommen hier an eine neue Folge Blind Tech bei Chico. Mein Name ist Jesse und heute zeige ich euch den Kobold Speakmaster, ein sprechender Messbecher mit der Füllmenge von 2 Litern. Bereitgestellt bekommen habe ich das Ganze vom deutschen Hilfsmittelvertrieb. Nach dem Intro geht's los. Kobold Speakmaster. Ein Messbecher mit Sprachausgabe und Füllmenge von 2 Litern. Mit diesem Gerät können Sie problemlos Flüssigkeiten messen und auch überschüssige Mengen abgießen, bis die gewünschte Menge erreicht ist. Der Becher hat 4 fühlbare Bedienknöpfe, sprechen 0 Einheiten und Flüssigkeiten, mit denen zum Beispiel die Art der Flüssigkeiten, zum Beispiel Wasser, Milch oder Öl und die Maßeinheit ausgewählt werden kann. Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltung. Der abnehmbare Messbecher aus weißem Kunststoff, spülmaschinenfest und auch Mikrowellen geeignet. Die Maße des Messbechers sind 24 x 21 x 15 cm, Gewicht 1,14 Kilo. Batteriebetrieb mit einer 9 Volt Blockbatterie. Der Preis beläuft sich etwa bei 95 Euro. So, dann schauen wir uns auch gleich die Bedienungsanleitung an. Ich gehe sie einfach mal zusammen mit euch durch und im nächsten Video machen wir das Unboxing und darauf folgt dann der Test. So, wir haben den Kobold Speakmaster, sprechende Messbecher, Füllmenge 2 Liter, die Anleitung. Allgemein, der Messbecher wird mit der Gerätebasis wie folgt verbunden. Halten Sie den Griff der Gerätebasis mit der rechten Hand und stellen Sie den Messbecher so auf die Gerätebasis, dass der Ausgießer zu Ihnen zeigt. Drehen Sie den Messbecher nun um 90 Grad im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Zum Herausnehmen des Messbechers führen Sie den beschriebenen Vorgang umgekehrt aus. Bitte beachten Sie, dass die Basis weder wasserdicht noch Mikrowellen geeignet ist. Sie sollten deshalb nicht ins Wasser getaucht werden, mit Basis ist dieses Teil hier gemeint, oder in die Mikrowelle gestellt werden. Für die Reinigung der Gerätebasis wird ein leicht angefeuchtetes Tuch empfohlen und anschließende Trocknung. Der Messbecher selbst ist sowohl Spülmaschinen als auch Mikrowellen geeignet. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der Gerätebasis. Innerhalb des Griffs zum Öffnen des Batteriefachdeckels drücken Sie die Haltelasche nach unten und ziehen sie gleichzeitig nach vorn. Legen Sie eine 9 Volt Blockbatterie ein und verbinden Sie im Batteriefach befindlichen Lithium über die Druckknöpfe mit der Batterie. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf. Die Lautstärke wird mit der Taste Nullstellung 0 eingestellt. Details siehe dort. Bedienung. An der Gerätebasis befinden sich insgesamt 4 Bedientasten. Wenn Sie den Griff in die rechte Hand nehmen, können Sie oben auf dem Griff die Sprachtaste fühlen. Das ist die hier. Die 3 übrigen Tasten befinden sich auf der Vorderseite unterhalb des Griffs. Vorderseite. Dann sind das die hier. Von oben nach unten ist das Nullstellung 0, Einheiten Units und Flüssigkeiten Liquids. Taste Sprechen Speak. Falls in den letzten 30 Sekunden keine andere Taste gedrückt wurde, wird bei Betätigung dieser Taste die Art der gemessenen Flüssigkeit gesprochen und dann die Menge.
Sonst erfolgt die Sprachausgabe nur bezüglich der Menge. Taste Nullstellung, Zero. Die Taste wird benutzt, um die Messung auf Null zu setzen. Dies kann auch erfolgen, während sich etwas im Messbecher befindet, um zum Beispiel mehrere Flüssigkeiten für einen Mischvorgang zu messen. Wenn Sie zum Beispiel ein Kuchenrezept haben, bei dem Sie zu einer Backmischung eine bestimmte Menge Milch zugeben müssen, können Sie die Mischung in den Becher geben, die Nulltaste drücken und die Milch während der Zugabe abmessen. Es handelt sich hierbei um die sogenannte Tara-Funktion, aber das probieren wir dann einfach auch noch aus. Hinweis: Der Messbecher kann nicht weniger als 0 angeben. Daher, wenn Sie die Taste Nullstellung drücken und etwas vom Becherinhalt wegnehmen, wird weiterhin 0 angegeben. Falls Sie die Tara-Funktion verwendet haben, müssen Sie vor einer neuen Messung erneut die Nulltaste drücken. Es empfiehlt sich, die Taste Nullstellung zu Beginn jeder neuen Messung mit leerem Becher zu drücken, insbesondere wenn der Messbecher längere Zeit nicht benutzt wurde. Damit wird sichergestellt, dass der Messbecher zu Beginn einer neuen Messung auf Null steht. Lautstärke mit der Taste Nullstellung Zero wird auch die Lautstärke der Sprachausgabe eingestellt. Halten Sie hierzu die Taste gedrückt. Die Ansage Zero erfolgt nun nacheinander in drei unterschiedlichen Lautstärken, bis Sie die Taste loslassen. Die zuletzt gehörte Lautstärke bleibt so lange gespeichert, bis Sie sie wieder ändern. Tasteeinheiten Units. Mit dieser Taste können Sie die gewünschte Maßeinheit einstellen. Sie können zwischen Millilitern und Litern wählen. Wenn Sie die Taste einmal drücken, wird die zuletzt gewählte Einheit angesagt. Drücken Sie innerhalb von 2 Sekunden ein zweites Mal, wird die Maßeinheit geändert. Eine Messung kann erst 2 Sekunden nach dem letzten Drücken der Taste vorgenommen werden. So, dann als nächstes die Taste Flüssigkeit Liquid. Mit dieser Taste können Sie zwischen den 3 verschiedenen Flüssigkeiten Wasser, Milch und Öl wählen. Die meisten in der Küche verwendeten Flüssigkeiten passen zu einer dieser Gruppen. Zur Gruppe Wasser gehören zum Beispiel auch Weinsäfte und so weiter. Zur Gruppe Milch gehören Voll-, Halbfett- und Magermilch. Und die Gruppe Öle umfasst alle Arten von Ölen. Wenn Sie die Taste einmal drücken, wird die zuletzt gewählte Flüssigkeit angesagt. Drücken Sie innerhalb von 2 Sekunden ein zweites Mal, wird die Art der Flüssigkeit geändert. Eine Messung kann erst 2 Sekunden nach dem letzten Drücken der Taste vorgenommen werden. Falls Sie eine seltenere Art von Flüssigkeit, zum Beispiel Soßen oder Suppen, abmessen wollen, kann der Messbecher diese Flüssigkeit erlernen. Um Ihren Messbecher mit der neuen Flüssigkeit vertraut zu machen, gehen Sie wie folgt vor. Halten Sie die Taste Flüssigkeiten 5 Sekunden lang gedrückt, bis der Messbecher spricht. Leere den Messbecher. Dann drücke auf die 0. Leeren Sie nun den Messbecher und drücken Sie die Taste Nullstellung. Bis zur Ansage fülle den Messbecher bis zur Messeinstellungsmarkierung. Dann drücke den Flüssigkeitsknopf. Weiß jetzt nicht, wo diese Markierung ist. Ah, da innen drin ist eine Markierung. So in etwa bei der Hälfte. Ich nehme an, dass das mit gemeint ist. An der Innenseite des Messbechers können Sie auf der dem Ausgießer gegenüberliegenden Seite eine erhöhte Rippe fühlen, die vom Boden des Bechers bis fast zur halben Höhe reicht.
Das ist die Messeinstellungsmarkierung. Füllen Sie nun die Flüssigkeit entsprechend dieser Markierung in den Becher und drücken Sie dann die Flüssigkeiten-Taste, bis zur Aussage andere Flüssigkeitseinstellung durchgeführt. Ihr Messbecher erkennt nun diese besondere Flüssigkeit als andere Flüssigkeit. Wenn Sie künftig die Taste Flüssigkeiten drücken, werden Sie feststellen, dass für diese neue Flüssigkeit die Ansage andere Flüssigkeiten dazugekommen ist. Der Messbecher kann jederzeit auf eine neue Art von Flüssigkeiten eingelernt werden. Wenn Sie den oben beschriebenen Vorgang wiederholen, wenn Sie die Funktion andere Flüssigkeiten wieder löschen wollen, lassen Sie den Messbecher leer. Wenn Sie zum Füllen bis zur Messeinstellungsmarkierung aufgefordert werden und drücken Sie die Flüssigkeiten-Taste. Der Messbecher löscht nun die Funktion, bis Sie eine neue Einstellung vornehmen. Benutzung. Erstens, der Messbecher kann auch benutzt werden, während er in der Hand gehalten wird, zum Beispiel unter dem Wasserhahn. Während der Füllstand zunimmt, kann er jederzeit durch Drücken der Taste Sprechen gemessen werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass eine genaue Messung nur möglich ist, wenn die Gerätebasis auf einer ebenen Fläche steht. Anheben und Kippen der Basis führt zu ungenauen Messungen, im Extremfall zu einer Anzeige von 0. Wenn Sie Flüssigkeiten aus dem Messbecher ausgießen, ist es wichtig, ihn vor der nächsten Ablesung wieder gerade hinzustellen. Ignorieren Sie die Messwerte, die während des Ausgießens angesagt werden. Zweitens, stellen Sie sicher, dass der Messbecher in der Gerätebasis richtig eingerastet ist, bevor Sie diese anheben oder Flüssigkeit abgießen. Um die Energie der eingesetzten Batterie zu sparen, schaltet sich der Messbecher nach 30 Sekunden selbstständig ab. Wenn während dieser Zeit keine Taste gedrückt und keine Flüssigkeit eingestellt oder ausgegossen wurde, die Abschaltung wird durch einen doppelten Piepton angezeigt. So, das war's soweit zur Bedienungsanleitung. Schaltet wieder ein zum Unboxing und natürlich auch zum Testvideo. Ich weiß noch nicht, wie genau ich das mache, ob ich Unboxing-Test zusammenfasse oder ob ich alles einzeln mache und ein Fazit muss es natürlich auch geben. Mal schauen, wie lang das Fazit ausfällt und ja, schaltet gerne wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis dann!